Glücksrad in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Unser erstes Glücksrad hat die Farben Rot, Gelb und Blau. Der rote Bereich ist am größten, der blaue am zweitgrößten und der gelbe am kleinsten. Wenn ich jetzt also am Glücksrad drehe und sehen möchte, welche Farbe oben ist, da wo beim richtigen Glücksrad meistens der Gewinnpunkt ist, dann drehe ich und drehe ich und drehe ich und irgendwann hört es auf zu drehen. Und dann zeigt der Gewinnpunkt zum Beispiel hier auf Rot. Oder ich drehe und drehe und drehe und es dreht sich von alleine weiter und drehe und drehe und drehe und dann ist zum Beispiel der Gewinn bei Blau. Dann kann ich bei diesem Glücksrad sagen, es ist am wahrscheinlichsten, dass ich im roten Bereich lande, weil der einfach am größten ist. Es ist wahrscheinlicher, dass ich Blau als Gewinn erhalte als Gelb. Das heißt, wenn ich mir jetzt aussuchen darf, welches mein Gewinn sein soll, dann suche ich mir wohl aus, dass ich gewinne, wenn ich Rot treffe. Unser zweites Glücksrad ist nur Gelb und Rot. Es ist hier also unmöglich zu gewinnen bei Blau. Und auch hier würde ich sagen, es ist wahrscheinlicher, bei Gelb zu gewinnen als bei Rot. Und deshalb würde ich immer darauf setzen, Gelb zu bekommen. Bei diesem Glücksrad ist der gelbe und rote Anteil genau gleich groß. Es ist also gleich wahrscheinlich, Gelb oder Rot beim Drehen zu erzielen. Trotzdem kann ich das Ganze natürlich noch ein bisschen beeinflussen. Denn wenn das Glücksrad jetzt gerade so steht wie jetzt und ich nur ein bisschen schwächer drehe, sodass es sich also gar keine ganze Runde rumdreht, dann kann ich dann beeinflussen, dass es gelb ist. Wenn ich mit ganz viel Schwung drehe, sodass ich also nicht weiß, wie viele Runden es sich drehen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit gleich. Trotzdem ist auch hier wie bei allen Experimenten mit Zufall und Wahrscheinlichkeit das errechnete Ergebnis nicht unbedingt genau identisch mit dem, was ich in der Wirklichkeit erreichen kann. Und nun wünsche ich dir wie immer mit den Glücksrädern viel Vergnügen beim Üben.